Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im ADW Schweißshop. Ich möchte heute mit euch gemeinsam rausfinden, wo sind denn die gravierenden Unterschiede zwischen unserem Zusatz beim MIG-Aluminium-Schweißen ALEC und ALMG5, denn da gibt es große Unterschiede auch beim Schweißen. Und welche Tipps ich noch dazu habe, werdet ihr jetzt erfahren. So, was habe ich heute vorbereitet für unsere Versuche? Bleche Aluminium, 3 mm stark, 2 mm stark und 5 mm stark. Können wir uns richtig aussuchen. So, bis jetzt habe ich meine Videos, wenn ich Aluminium mitgeschweißt habe, immer den ALEC-Zusatz verwendet. Warum habe ich das getan? Weil das läuft einfach besser, der Schweißprozess ist besser und die Schweißzeit sieht besser aus, ja, und die ist schön glänzend und läuft einfach besser. Dann gibt es natürlich aber Anwendungen, du kannst ja nicht alles mit dem ALEC schweißen. Ne? Es gibt halt Anwendungen, da musst du halt ALMG 5 nehmen. Ja? Empfiehlt sich, du hast ALMG 5 Bleche, dann nimmst du am besten ALMG 5. Ja? Und da ist es nämlich so, dann merkst du auf einmal, dass das nicht so schön läuft mit dem ALEC. Warum ist das so? Der ALEC ist ja weicher und ich sag mal auch die Oberfläche von dem Zusatz ist viel glatter. Der LMG ist dazu aber ein härterer Zusatz. Auch die Oberfläche hat so Kerben, Riffel, das heißt, da kann sich auch Schmutz ansammeln und das gibst du in deinen Schweißbad und dann läuft das nicht so gut. Ja? Der LMG 5 ist wie gesagt härter, aber der große Vorteil, du hast natürlich eine viel festere Schweißnaht. Ja? Durch diesen ALMG, also Mangananteil da drin, hast du eine viel höhere Festigkeit der Schweißnaht. Das kannst du sehen, wenn wir nachher eine Bruchprobe machen. Der ALEC schweißt zwar besser, schweißt zwar bin ich nicht so fest wie bei dem ALMG 5. Das ist der Unterschied, das merken wir uns. Aber das muss nicht schlecht laufen. Ich habe heute ein paar Tipps bekommen, wie man dieses ALMG 5 mit dem ALMG 5, mit dem Zusatz, den Schweißprozess optimieren kann, dass der nahezu, ja, auch sehr gut aussieht, dass die Oberfläche glänzend wird und dass wir weniger Probleme haben beim Schweißen. Ja, und das wollen wir heute gemeinsam machen. Eigentlich die Zusatz. So, den passenden Job. ALSI, 100% Argon, 1 mm Draht, Job 75. Bleche, Gehstoß, Gelnaht. Zwei Millimeter Bleche. T-Stoß, Kehlnaht. Drei Millimeter, ALEC, T-Stoß, Kehlnaht. So, gucken wir uns die ALEC-Ergebnisse mal an. Bevor wir uns das angucken, Achtung, ich hatte doch nur den 08er Zusatz und meine Parameter waren dazu. Bei 2 mm Materialstärke ALEC-Zusatz 0,8 hatte ich folgendes eingestellt. 77 Ampere, Drahtvorschub von 8,5, Impuls eingestellt,
und Volt 18,3. Dann hatte ich das Ganze bei 3 mm Blechen folgendermaßen eingestellt. 89 Ampere, 11,5 Drahtgeschwindigkeit und Impuls natürlich drin mit 19,5 Volt. So, wie sieht das Ergebnis aus? Ja, so sieht unser ILC-Ergebnis, hat man ja gehört. Lief eigentlich ziemlich sauber, ruhig, ohne irgendwelche Probleme, auch direkt auf Anhieb. Auch wenn die Bleche ein bisschen kalt waren, dann habe ich hier ein bisschen den Brenner so ein bisschen bewegt, so eine Schuppung reingemacht. Also das war jetzt so, was ich sehr schnell gut hinbekommen habe. Wenn ich ein bisschen mehr Übung habe, dann geht das ein bisschen besser. Wisst ihr auch, wenn ihr mehrere Versuche startet. Hier haben wir ein 3 mm Blech, lief auch einwandfrei. Hier schöne glänzende Oberfläche, war absolut in Ordnung. Hier habe ich ein bisschen gependelt, habe so eine Schuppung reingemacht. Ich hoffe, das kann man gut erkennen mit der neuen Kamera. Das war jetzt ILC. Machen wir ILMG rein mit den Standardeinstellungen, die ich sonst benutzen würde, und gucken uns das Ganze mal an. Ja, man merkt, der Zusatz ist wesentlich härter, bei weitem nicht so weich. Wir werden jetzt folgenden Job verwenden: ILMG 100% Argon, Job Nummer 75. Achtung, vorhin hatte ich ILSI 08er Job, Job Nummer 82. So, wir brauchen 75. Wir stellen die Maschine ein. 75. Parameter werden übernommen. Puls bleibt. Wir gehen für 2 mm auf 2,5. Meine Empfehlung. Weil das Aluminium am Anfang noch kalt ist, gebe ich dem lieber ein bisschen mehr. ILMG 5, 3 mm, Kehlnaht, los geht's! So, meine Parameter für euch mit dem 2 mm ILMG 5 Zusatz bzw. ILMG 5 1 mm Zusatz, 2 mm Bleche, 81 Ampere, 7,5 Meter Drahtvorschub, Impuls 17,9 Volt. Das Ganze bei 3 mm war wie folgt: 98 Ampere, 8,8 Drahtvorschub, man merkt andere Werte, und Puls und 18,7 Volt. So, das Interessante war, das lief ja gar nicht so schlecht. Ich war ja soweit zufrieden vom Schweißprozess. Aber die Oberfläche durch die Spritzer sieht dann natürlich ein bisschen nicht so schön aus. Ja? Also wir haben hier, also ist ein bisschen schwarz geworden hier. Kann man das vielleicht sehen? Ein bisschen schwarz geworden. Ein bisschen schmutziger. Man sieht hier auch ein bisschen, ein paar Spritzer durchaus. Hat man ja auch beim Schweißen gesehen. Dann habe ich hier ein paar Versuche gestartet mit dem 3 mm. Ich hoffe, man sieht diese schwarzen Schmauspuren, die kann man leicht wegmachen, ja. Das ist okay. Was ich gut finde, du kannst diese Schuppung erreichen bei dem ILMG 5, ja. Wesentlich einfacher, ist besser gelaufen, hat mir richtig gut gefallen. Aber du siehst im Schweißband, dass du da so ein bisschen mehr Spritze hast, ja, das siehst du einfach. Also mit dem ILC läuft das sauberer. Dann habe ich hier, das kann man hier vielleicht gut sehen, dann habe ich hier ein Blech genommen und habe zu viel Leistung genommen. Da sieht man, dass hier in der Mitte so ein Hitzeriss entstanden ist. Es ist zu heiß, dann hast du so einen Riss manchmal. Ein Anzeichen dafür war zu heiß. Ja, so, das war die Geschichte. Jetzt kommt ja natürlich der Tipp, der Trick. Also, wir verwenden eine andere Düse und werden den Gasdurchfluss erhöhen. Das heißt, wir üben mehr Druck auf das Schweißbad, auf die Schweißnaht und gucken uns das Ergebnis an beim ILMG 5. Engspaltdüse.
Wir erhöhen den Gasdurchfluss auf 15. Maximal Druck. Eilen G. 5 Bleche, 3 mm stark. Zwei Millimeter. So, jetzt kommt das wichtige Fazit. Was haben wir überhaupt erreicht? Es sind Unterschiede da, die kann man aber, ich sag mal, nicht so groß zeigen. Ja? Also was fällt uns beim LEC auf? Dass das immer schön glänzend aussieht. Wir haben weniger Spritzer, fast keine Spritzer und keine Schmauchspuren, so ganz bisschen. Ja? Sieht schon direkt gut aus. Muss man nicht viel nachbearbeiten, sieht schon gut aus. Beim LNG passiert Folgendes, das Schweißbad, du hast ein bisschen mehr Spritzer, das Ganze wird ein bisschen schmutziger, du merkst, du hast irgendwie mehr Schmutz drin. Läuft aber auch gut, aber wie gesagt, Spritzer und wird das Ganze ein bisschen dunkler. Was habe ich jetzt mit der Düse, beziehungsweise ich denke, es liegt mehr an diesem Gas, ja? Ich schweiße ja normal mit 10 Liter Durchfluss und ich habe das Ganze jetzt auf 15, 16 hochgestellt. Was haben wir erreicht? Wir haben so einen Druck ausgeübt und ich muss ganz ehrlich sagen, die Nahtoberfläche sieht glänzender aus. Das sehen wir hier, das ist LNG 5. Ja, also das bis auf die paar Spritzer, die man jetzt leicht wegmachen kann mit dem Handschuh. Guck mal, mit dem Handschuh. Das ist LMG 5. Und das sieht schon aus wie LEC. Also man kann LMG 5 auch wunderschön schweißen wie LEC. Zum Vergleich, das war jetzt ein Ergebnis. Vorher ist zwar auch gut gelungen, ich weiß auch, ob ich mit dem Handschuh fertig sauber. Aber hier... Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, ist ein bisschen dunkler, also deutlich dunkler, also sieht nicht so schön aus. Das hier, das ist ALMG. Also ich habe erst gedacht, das ist alles Humbug, das wird keinen riesen Unterschied geben. Aber du merkst schon den Unterschied, sieht richtig gut aus, finde ich. Ja? Also ALMG 5 geht auch genauso gut. Meine Parameter habt ihr jetzt. Habt ihr noch einen Verbesserungsvorschlag? Habe ich irgendwas vergessen? Dann schreibt mir das. Daumen hoch, abonnieren. Ich hab euch lieb. Bis dann. Ciao. Ach ja, noch eine Sache, bevor ich es vergesse. Kann mir einer erklären, warum wird die LNG 5 Naht besser, wenn wir mehr Gasdurchschuss haben, also mehr Druck auf die Schweißnaht ausüben, auf den Schweißprozess? Denn ich weiß es nicht. Ich sehe nur den Effekt. Vielleicht weiß es der eine oder andere Schweißfacher. Und ich würde mich darüber freuen. Schreib uns unten hinein, was du davon hältst.